Wir sind Fräulein Wunder! Wie, echt? Krass. Jeffy, du musst sofort herkommen. Wir sind beim Kometen eingeladen. Viva hat gerade angerufen. Eine von den Monroes, die lange Marokkanerin, und hier ist eine absolut krasse Girlband, Alter. Die ist am Start, zum ersten Mal beim Kometen, auch total aufgeregt und so. Machen geilen deutschen Rock, Alter. Ich durfte nur einen Schrein rein, aber so wie die Mädels aussehen, rockt die Scheiße. Weißt du, was ich meine? Zeig das mal. Seid ihr aufgeregt oder was? Nö. Wann darf ich was hören? August. August kommt die erste Single raus. Wie soll sie heißen? Wenn ich ein Junge wäre? Ja. Alter, wenn ich ein Junge wäre. Was würdest du machen? Erzähl mal. Erstens gehört mir die Welt, wenn ich ein Junge wäre. Ich würde so viele Dinge rocken, Alter, hast du keinen Bock mehr. Mir würde Frankfurt gehören. Das wär, ist auch zu kriminell gerade für euch. Wenn ich ein Junge. Frankfurt, ne? Ja, ich bin eine Frankfurt. Alle Frankfurter? Ja. Ja. Ey, geht direkt auf die Eins? Ist so? Gibt's auch nichts zu lachen? Die Scheiße rockt und es burnt. Also ich hoffe, dass wir die auf der Aftershow-Party noch mal treffen, dass wir uns noch mal mit der unterhalten können, ja, weil die ist richtig cool. Ja. Haben wir uns mit Bushido getroffen? Ich habe jedenfalls schon zweimal gewonnen. Also würdest du trotzdem fahren? Ach so, bist ja ganz schön selbstbewusst. Ja klar, hallo? Du, ich bin ja auch ein Mann, was ist los? Ich bin ja auch eine Frau, was ist los? Du bist ein Mädchen. Nee, ich bin eine junge Frau. Wie alt bist du denn? 18. Komm, du mal erstmal in die Pubertät, okay? Dann, ich bin 30. Schon ein alter Mann, ne? Ja, alter Knipper, weit ist vorbei. Deine Musik ist mit unserer Musik zum Beispiel gar nicht zu vergleichen. Nee, klar, natürlich, habt ihr recht. Ja, ich find's gut, wenn Leute für ihre Musik so hart arbeiten, dass sie dafür dann respektiert werden. Ja, weil und ja, so von daher ist es egal, ob du rappst, weil du kriegst deine Anerkennung. Und ja. Aber wir müssen jetzt gehen. Oh Mann, jetzt habt ihr mir einen Korb gegeben, oder was? Nein. Nee, Moment mal. Ich muss gehen. Okay, dann viel Spaß beim Weiter. Andere Leute nerven. Wiedersehen. Euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns dann mal in der Bravo oder so, ne? Das war Bushido. Wir haben gerade Bushido getroffen. Und ich bin positiv überrascht. In den Medien wird er echt immer dümmer dargestellt, als es wirklich ist. Weil das ist echt, also der Junge hat echt was drauf, so vom Kopf her. Ich glaube, meine Fußballmannschaft, wenn ich denen einfach erzähle, ja, dass ich Bushido getroffen habe, die fallen um. Also als wir in die Halle gegangen sind und da überall die ganzen Leute saßen und die haben geschrien, es war eine Lautstärke, ey, so richtig krass. Und dann sind wir wirklich da in dieses Ding gekommen, wo die ganzen Künstler gesessen haben und die ganzen Kameras waren. Es war eigentlich wie so eine Löwenarena und unten sitzen die Hasen, die gleich verspeist werden. Und man steht in der Halle und kriegt alle 5 Minuten so Gänsehaut, weil man spürt es so. Man spürt diese Atmosphäre ist einfach der Hammer. Und wir dachten uns nur so, ne, das ist doch nur ein Traum. Das kann doch nicht sein. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Komet 2008 in Oberhausen! Die ganze Show war so bam. Ich war einfach nur total geflasht. Hammer. Nächstes Jahr gehen wir da rauf und dann schreien sie alle. Und wir sind nominiert als Newcomer des Jahres. Genau. Und gewinnen natürlich. Ja, natürlich. Ja, wer soll denn sonst gewinnen? Es war der Hammer der Tag heute. Ich bin noch total überwältigt. Ich kann eigentlich noch gar nicht richtig irgendwas zu dem Tag sagen, weil ich selber noch gar nicht richtig verarbeitet habe, was wir alles erlebt haben heute. Das war einfach so krass. Wir konnten direkt einfach auf die Bühne schauen und man kam sich so winzig klein einfach vor. Es war einfach hautnah und dieses Gefühl in dieser Halle, die Stimmung, die Fans. Der erste Komet, es war total krass, obwohl wir nur als Gäste da sind. Nächstes Jahr natürlich spielen wir da und gewinnen Preise und so. Und jetzt bin ich einfach nur müde und kaputt und eigentlich zu faul zum Duschen, aber ich muss noch duschen.
Und dann gehe ich einfach nur schlafen. Das war ein toller Tag. Schaltet morgen wieder ein. Denn sonst gibt's Ärger von der Mutti. Ja, ich komm vorbei.